Hallo und herzlich willkommen bei Elliott Wafer Live. Ich bin Christian Feldinger, ich bin technischer Analyst und ich betreue seit einigen Wochen auf Elliott Wafer Live die Rohstoff- bzw. die Agrarmärkte, den Kaffee, den Weizen, die Sojabohnen und den Orangensaft. Und diese vier Märkte, die möchte ich Ihnen gerne kurz vorstellen. Bevor ich jedoch anfange, ganz kurz die Warnhinweise von meiner Seite, dass die von mir gezeigten Analysen bzw. die abgegebenen Kommentare auf gar keinen Fall Empfehlungen sind zum Kauf oder zum Verkauf von Aktien oder sonstigen Finanzderivaten. Fangen wir mit dem Weizen an. Auf Wochensicht sehen wir, dass wir uns hier in einer Welle 3 befinden. Warum? Wir haben im Jahr 2008 haben wir eine Zykluswelle 1 gehabt. Diese wurde auf Zyklusebene bis September 2016 korrigiert. Und nun befinden wir uns aus meiner Sicht in der Zykluswelle 3, haben hier im April 2022 mit dem letzten Hoch die primäre Welle 1 abgeschlossen und korrigieren die gerade mit einer großen WXY-Korrektur. Und somit befinden wir uns hier auf Wochenebene in der Primärwelle 2. Bisher haben wir hier 0,786% gemacht, das wurde gerissen. Hier dachten schon viele, naja, dass wir uns jetzt in Richtung Primärwelle 3 begeben, aber nein, der Weizenmarkt ist nochmal zurückgekommen, sodass ich mittlerweile davon ausgehe, dass wir mindestens 88,6% nochmal machen werden. Die Make-or-Break-Linie ist hier bei 388 Punkten. Das entspricht der Zykluswelle 2. Das heißt, falls wir hier nochmal tiefer kommen sollten, dann müsste möglicherweise die Zählung angepasst werden. Das heißt, dann wäre hier dann möglicherweise erst die Zykluswelle 2 zu Ende. Ganz kurz, wie geht es weiter? Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt eben noch weiterhin uns hier in der Primärwelle 2 befinden. Der Zykluswelle 3 insgesamt, wie gesagt, hier die Primärwelle 1 gewesen und hier im großen Bild, ich rechne auch in der Zukunft mit weiter steigenden Preisen, wird aber noch ein paar Jahre dauern. Wenn wir dann eben hier die Primärwelle 2 abgeschlossen haben, geht es hier dann in die Primärwelle 3, dann in die 4 und dann würden wir dann ungefähr Ende 2028, Mitte bis Ende 2028 würden wir dann die Zykluswelle 3 bei ungefähr 1782 Punkten abschließen, bevor es dann in eine mehrjährige größere Korrektur geht, um dann wiederum die Welle 5 und damit eben diesen Zyklus final abzuschließen. Schauen wir uns das Ganze mal auf Tagesbasis an. Hier die letzten Monate dargestellt. Hier sehen wir jetzt einfach im Prinzip einfach nur die Primärwelle 1, wiederum der Zykluswelle 3 und befinden uns, wie eben schon gesagt, in der primären 2 der Zykluswelle 3. Hier haben wir das Zwischenhoch von Juli, von dem manche ausgingen, dass das bereits der Beginn, der Startschuss der 3, der Welle 3 wäre, was sich aber als falsch herausgestellt hat. Jedenfalls ist eindeutig zu sehen, dieser Auswertung nach, dass wir hier eben in einer WXY-Korrektur sind und uns mittlerweile somit in der letzten C der WXY befinden. Schauen wir uns jetzt auch ganz kurz den Weizen im 4-Stunden-Chart an. Vergangenen Freitag kam es in den letzten Handelsstunden zu einer sehr spannenden Situation. Wir hatten nämlich in den letzten Handelsstunden einen Kurssturz von 6% Punkten im Minus. Und meinen Abonnenten hatte ich diese Situation angekündigt durch meine Analyse. Ich zeige das mal eben hier. Das ist ein Screenshot. Ich habe meinen Abonnenten geschrieben, dass falls es weiterhin fallende Kurse gibt, wovon ausgegangen wird, dass der Weizen sein bisheriges Zwischentief und damit meinte ich die Welle A, nämlich hier bei ungefähr 569 Punkten, dass er nämlich dieses Zwischentief überwinden müsse, was dann letztendlich dann letzten Freitag dann geschah, nämlich eben
hier in, auf Minderebene der Weizen bisher ja, in Welle 3. Vor dem Kurssturz, um das mal ganz kurz hier in diesem Screenshot zu zeigen, war der Weizen eben am vergangenen Freitag hier und das Ergebnis ist Ihnen bekannt, nämlich wir hatten eben dann hier diesen Kurssturz von ungefähr 6%, was aus meiner Sicht dann die untergeordnete Welle 3 darstellt. Ja, wir befinden uns jetzt hier in der Welle 4, das heißt, dieser Kurssturz wird im Prinzip jetzt gerade korrigiert, um danach dann aber eben die untergeordnete Welle 3i hier im Kreis dann abzuschließen. Hier müsste man freilich jetzt noch einmal schauen, damit die Elliott-Wellenregeln eingehalten werden, dass die Welle 1 möglicherweise bereits auch schon hier war. Dann hätten wir hier die untergeordnete Welle 2. Die Welle 3 darf bekanntermaßen nicht die kürzeste Welle sein. Und hier die Welle 4, die darf die Welle 1 auch nicht berühren. Muss man gucken, ob die Welle 3 bereits eben hier schon zu Ende ist oder ob es nicht noch ein bisschen weiter runter geht. Jedenfalls der weitere Kursverlauf ist dadurch gekennzeichnet, dass wir eben jetzt noch hier die Welle 3 innerhalb der finalen Welle C fertig machen werden, was sich ungefähr dann noch ungefähr bis ins, ja, bis in den Winter Anfang 2024 hineinziehen wird.